Hallo und willkommen zu meinem neuesten Video mit Audiokommentar. Heute stelle ich die Twin-Marker von DecoTime vor, die ich bei Action gefunden habe. Ihr kennt vielleicht diesen holländischen, niederländischen Grabbel-Shop. Da gibt's die. Und zwar 24 Marker für sage und schreibe 6,95 Euro. Was die Marker können und ob sie sich mit den etablierten Marken allen voran Copic messen können, darum geht es in meinem heutigen Video. Als erstes werde ich den Farbauftrag testen. Und zwar interessiert mich, wie die Farben aussehen, wenn sie denn gemalt wurden. Dann fand ich, die Marker haben eine Ähnlichkeit mit den Touch-Markern. Da habe ich einen Vergleich zu deren Farben. Und ich wollte wissen, wie das allgemeine erste Malgefühl ist. Ich zähle jetzt einfach mal auf, was mir beim Malen so durch den Kopf gegangen ist. Ja, die Spitzen sind weicher als bei den Touch-Markern. Auch riechen die Stifte nicht so sehr nach Alkohol, wobei ich mich gefragt habe, könnte da weniger Alkohol drin sein als bei anderen, aber dann wäre die Farbe nicht so feucht. Und man sieht, sie ist schon sehr feucht, was ein gutes Zeichen ist. Bei den Touchmarkern, die ich im Anschluss noch verwende, ist die Farbe nicht mehr ganz so feucht, aber die Marker sind auch nicht mehr die neuesten. Dann finde ich, dass die Ähnlichkeiten zu den Touch-Twin-Markern so gravierend sind, dass ich mich schon gefragt habe, ob es vielleicht Touch-Twin-Marker mit Mängeln sind, nur dass die unter einem anderen Namen verkauft werden. Dafür spräche eigentlich nicht nur die Form und die ähnliche Namensgebung der Farben, sondern eben, dass die Farben an sich schon relativ ähnlich sind, aber eben nicht hundertprozentig. Es könnten also Touch Twin mit Mängeln sein. Es ist aber nur eine Vermutung. Ja, bei den Touch 5 Markern, die man zum Beispiel bei eBay oder Amazon oder wo man die mittlerweile alle hinterhergeschmissen kriegt, ja, da sind die Ähnlichkeiten auch ziemlich gravierend. Also es kann durchaus sein, dass Shinhan das als Restposten unter einem anderen Markennamen verkauft oder Komponenten zumindest und andere das zusammenbauen. Jedenfalls möchte man sich seine eigene Marke natürlich nicht verramschen, weil sie soll ja als solide Copy-Konkurrenz stehen. Dann, ja, der Unterschied zu den Touch-Markern, abgesehen von dem Aufdruck, der ja anders ist, ist auch die Markierung der Farbe am Stift. Also da fehlt der Farbstreifen, zumindest bei der alten Version der Touch-Marker war das so. Und ich fand, dass das Malen eine hübsche, gleichbleibende bzw. gleichmäßige Farbe ergeben hat. Also das war eigentlich bei allen Markern, die ich bislang getestet habe, so. Und ja, ist schön, dass das bei den billigen Dingern da auch funktioniert. Also ich habe ja echt überhaupt nichts von denen erwartet und dafür, muss ich sagen, malen die schon echt gut. Einen Langzeittest habe ich jetzt natürlich noch nicht gemacht. Ich habe die Teile ja noch nicht so lange und das ist jetzt hier auch mein erster großer Test. Ja, was ich total ätzend finde, ist, dass man unheimlich viel Kraft braucht, um diese Kappen abzuziehen. Die ersten paar Male habe ich die fast überhaupt nicht abbekommen. Also die muss man erst einarbeiten. Ist vielleicht nicht unbedingt für Kinder geeignet, sondern muss das Töchterchen dann öfters mal: Papa, kannst du mir die Kappe aufmachen? Naja. Das macht man nicht alles für seine Kinder. Aber so als Einsteigerteil wären die zumindest nicht verkehrt. Also wer keine Ansprüche dahingehend stellt, dass man vielleicht Farben nachkaufen muss oder nachfüllen oder die Spitzen tauschen, der hat da schon was Ordentliches an der Hand. Warum es Copic sein müssten. Ja, der Vorteil zu Copic ist eben der langjährige etablierte Markenname. Sie sind hochpreisig und das ist in den Köpfen der Leute natürlich auch gleichwertig mit hochwertig. Man kann aber sagen, dass sie das Copic führend in der Produktentwicklung ist. Also da werden verschiedene Markerarten gemacht. Es gibt ja abgesehen von den klassischen Copics noch die Chow für Hobbyanwender. Dann gibt es noch die Breiten, die White und es gibt die Sketchers waren das mit der Pinselspitze. Ja, und was habe ich noch alles von Copic gesehen? Farbige Fineliner gibt es schon länger, Papier gibt es, Airbrush-Aufsatz, weiße Tusche. Also die erstellen ständig Produkte rund um das eigentliche Thema Marker.
Man muss aber sagen, dass die Marken von Touch und Stylefile und eben andere so nach und nach nachziehen. Also hier gibt es mittlerweile auch schon Papier, farbige Fineliner, wechselbare Spitzen, die Farbe kann nachgefüllt werden. Ich vergleiche die Copic-Marker eigentlich immer sehr gerne mit dem teuren Sportwagen, dem Luxusteil. Und der Satz, der mir dabei beim Malen durch den Kopf gegangen ist, ist: Der Golf bringt dich auch von A nach B und ist mittlerweile auch ziemlich luxuriös geworden. Also von daher muss es nicht Copic sein. Das geht auch mit denen hier. Tja, und so sehen die gemalten Farben jetzt auf dem Papier aus. Ich nehme jetzt mal hier das völlig unverfälschte, das war einfach nur so lustig. So, jetzt kommt der ultimative Test. Das ist eine lustige Variante eines Tests. So, sieht man da einen Unterschied? Ich glaube nicht. Und um die Stifte nicht zu übervorteilen, machen wir hier mit dem handelsüblichen die dünne Seite testen. Gelogen. Womit habe ich das denn jetzt gemacht? Kommen wir zu den Dutchmark an.
Ja, jetzt kennt ihr die Wahrheit über meine langweiligen Walker-Tests und dass ich dabei Musik höre und mitsinge. Ja, jetzt ist der Blender-Test dran. Ja, was habe ich da gemacht? Ich habe ein bisschen mit den Markern rumgemalt und mir gedacht, wenn ich denn schon Blender in dem tollen Set bei habe, warum denn nicht mal das Teil auch mit ausprobieren? Ich mal erstmal mit dem Blender ein bisschen auf dem Papier rum, feuchte das Papier sozusagen mit dem Alkohol, ja, mehr ist es ja nicht, an und male dann direkt drüber. Und dadurch, dass eben das Papier schon befeuchtet ist, ist eben weniger Farbe drauf. Also man hat einen schönen weichen Übergang. Und man sieht, das funktioniert mit dem Teil relativ gut. Das versuche ich dann halt nicht nur mit der einen Farbe und auch nicht nur mit der einen Seite, sondern eben auch mit der dünnen Spitze. Wobei das da ja nicht ganz so deutlich sichtbar ist. Also ich versuche da mal ein bisschen Kreativität reinzubringen, indem ich dann hier auch nur so einzelne Bereiche anfeuchte. Und was da am Ende bei rumkommt, ich habe es noch eingescannt. Ja, es ist eigentlich eher unspektakulär, der Test, muss ich sagen. Ja, eigentlich war gar nicht geplant, den Scan hier noch an dieser Stelle zu zeigen, aber in meinem Blog findet ihr alle Tests nochmal eingescannt und könnt sie in Ruhe ansehen. Ja, was mache ich hier? Hier geht es ums Farbenschichten. Und zwar haben die Marker die tolle Eigenschaften, dass sie, wenn man noch ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal drüber geht, die Farben immer dunkler werden. Und den Test mache ich jetzt hier mit drei verschiedenen Farbtönen und zwar deswegen, damit ich drei verschiedene helle Farben habe. Also gelb ist in dem Fall dann die hellste, blau die dunkelste und rot ist so dazwischen. Ja, und bei dem Test, den ich auch mit den anderen Markern alle gemacht habe, sieht man eben, dass bei der fünften Schicht die Sättigung so langsam erreicht ist und mich hat jetzt bei den Markern jetzt hier grundsätzlich interessiert, ob das bei denen auch funktioniert. Und ja, man sieht, es funktioniert. Kommen wir zum nächsten Test. Und zwar geht es hier darum, dass ich wissen wollte, ob die Twin-Marker sich mit anderen Markern dann kombinieren lassen. Also wenn man dann jetzt die eine Farbe hat und dann mit der anderen drüber malt, ob sich dann die irgendwie beißen oder irgendwie quer reagieren oder was auch immer. Und in dem Test sieht man eigentlich, dass wenn man feucht genug mit der hellen Farbe drüber geht, die noch die dunkle Farbe aufnimmt und sich vermischen lässt, was eigentlich der Sinn und Zweck auch unter anderem von längerer Feuchtigkeit auf dem Papier ist. Also ich würde mal sagen, auch dieser Test ist grundsätzlich bestanden. Kommen wir zum krönenden Abschluss meines Videos. Ein Beispielbild habe ich auch noch erstellt und zwar ausschließlich mit Copic-Markern und Twin-Markern. Die Erstellung des Nilpferds werde ich jetzt in einem Extra-Video zeigen. Das macht sonst hier das Ganze alles viel zu lang. Aber ihr könnt ja gerne mal raten, welche Farben wohl mit welchem Stift gemalt wurden. Wem es schwerfällt, der sieht eigentlich sehr gut, dass das Ergebnis eigentlich ziemlich gleich ist und es demnach eigentlich eine Glaubensfrage ist, ob man jetzt was Billiges nimmt oder das super teure Markenprodukt haben muss. Es gibt zwar noch mehr Unterschiede, die habe ich in meinem Blog auch noch genauer benannt. Und ja, ich hoffe, dass das Video gefallen hat, dass es neue Erkenntnisse gibt. Wenn noch Fragen sind, gerne als Kommentar. Und ich hoffe, meine Stimme war nicht allzu einschläfernd und ich habe mich nicht allzu sehr blamiert, besonders in dem Originalton. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, Feedback freue ich mich immer darüber und ich höre auch nicht auf, mich weiter zu verbessern, was das Videomachen angeht, was das Zeichnen angeht, und ich hoffe, meine Zuschauer auch nicht. Tschüss.